Wir sind im Kommen, sag ich Ihnen. Das ist die Stunde der Sozialwissenschaften. Ich denke, das ist sehr spannend mit Sozialwirtschaft. Und deswegen würde ich Sie wirklich einladen, sich das zu überlegen, ob Sozialwirtschaft nicht Ihr Ding ist. Sozialwirtschaft ist zweierlei. Das erste ist, es ist die Sozialwirtschaft und das ist Ihr Arbeitsmarkt. Das sind die ganzen sozialen Berufe, die ganzen sozialen Dienstleistungen, ein riesiger und wichtiger Bereich in der Gesellschaft, wo wir eben nicht nur Betriebswirte und Juristen haben wollen, sondern auch Leute mit einer sozialwissenschaftlichen Ausbildung, die das eben mit dem betriebswirtschaftlichen und soziologischen Wissen gut verbinden kann. Das ist der Bereich in der Gesellschaft. Und dann ist Sozialwirtschaft ein Studienfach oder manche sagen sogar eine Disziplin, Sozioökonomik. Also ein Wissensgebiet, was an der Grenze zwischen Wirtschaft und Gesellschaft angesiedelt ist. Und unser Studiengang ist darauf ausgerichtet, genau diesen Zwischenbereich zu untersuchen. Naja, Sozialwirtschaft, der Name sagt es ja schon irgendwie, ne? Ist eine Kombination aus Sozialem und Wirtschaft, ja, wo manche meinen, das passt gar nicht so zusammen. Ja. Leute, die sich Sozialwirtschaft überlegt haben, waren da natürlich anderer Meinung. Ne? Die haben gesagt, das gehört irgendwie integriert, ja, auch wissenschaftlich, wobei Sozialwirtschaft als Studium sogar noch ein bisschen weiter ist. Ja, also neben Soziologie und Wirtschaftswissenschaften umfasst das auch noch rechtliche Fächer und Gesellschaft und Sozialpolitik. Das ist so ein Studium Generale der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, könnte man auch sagen. Naja, hier ist es der in der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Studiengang, der am ausgeprägtesten interdisziplinär ist. Besonders am Studium der Sozialwirtschaft ist, dass es so ein Mix ist aus soziologischen Fächern, aus wirtschaftswissenschaftlichen Fächern und halt politischen Fächern. Und dadurch kriegt man einen sehr interdisziplinären Zugang und kann halt sehr viele politische oder soziologische Handlungsfelder aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Das finde ich sehr interessant und es gibt es eben halt in der Form nur an der JKU. Ja, eigentlich dieser multidisziplinäre Zugang, ja, dass man nicht nur, wir leben in einer Zeit, wo sehr große Spezialisierung herrscht, ja, und immer stärker wird, ja, und die Sozialwirtschaft setzt ein bisschen einen Kontrapunkt, ja, indem sie eigentlich so einen multidisziplinären Zugang zu Themenfeldern eröffnet, ja, dass man gewisse Probleme oder Bereiche aus verschiedenen Seiten betrachtet, beispielsweise. Naja, das Institut vielleicht auch. Wir sind federführend zuständig für den Studiengang. Wir sind ein kleines Institut. Wir sind 9 Leute plus 2 Leute im Sekretariat. Das ist sehr familiär. Und wir bemühen uns zurzeit auch sehr stark darum, die Studiengänge alle immer weiter zu verbessern. Das heißt, hier kommen Sie wirklich in eine lebende Organisation. Ein besonderes Highlight im Bachelorstudium ist eine Exkursion nach Brüssel. Und diese Exkursion, die führt uns gewissermaßen in das Zentrum der politischen Macht in Europa. Und sie ist ein besonderes Highlight, weil man kann wirklich einen Blick hinter die Kulissen der europäischen Politik werfen. Man kann erste Kontakte auch knüpfen zu potenziellen künftigen Arbeitgebern, denn Jobs in der Europäischen Union sind ja nach wie vor durchaus sehr attraktiv. Und ich würde sagen, das ist ein ganz besonderes Highlight im Sozialwirtschaft-Bachelor und ist auch bei den Studierenden natürlich entsprechend beliebt. Und ja, wir haben auch noch das Projektstudium, für eine Besonderheit des Sozialwirtschaftsstudiums, 2-semestrige Lehrveranstaltung, wo eben Studierende lernen, so selbstständig ein Projekt, meistens ein Forschungsprojekt zu erarbeiten, anhand einer
bestimmten Themenstellung und auch dadurch einen Kontakt zur einschlägigen Berufspraxis und zur Lebenswelt bekommen. Ich habe davor eine Handelsakademie absolviert und war nicht zufrieden mit der orthodoxen Volkswirtschaft und mit dem Standbild der Wirtschaft und habe mich dann für Sozialwirtschaft entschieden, weil es einfach mehrere Blickfelder bedient und sie auch mit sozioökonomischen Problemen auseinandersetzt. Und im Studium Sozialwirtschaft hat man den Dialog und man kann sie austauschen. Und das schätze ich an dem Studium. Ich wollte immer so ein bisschen, kannst du jetzt das sagen, in Richtung Journalismus gehen. Das ist mir immer so vorgeschwebt. Ja. War nicht geplant, dass ich jetzt dann auf der Uni dann bleibe, ja, aber hat sich dann so ergeben. Ja, und wie gesagt, für mich war es schon ausschlaggebend, Interesse für Soziales, für soziale Zusammenhänge und auch für Politik. Ja. Und das waren eben so Sachen, die eben im Rahmen des Studiums angeboten wurden, vor allem auch in Linz war das eigentlich die einzige Möglichkeit, dass man da diese Richtung studieren hat können. Also, ja. Der Bachelor vermittelt grundlegende Basics. Es gibt einführende Lehrveranstaltungen, wo man wichtige Begriffe kennenlernt, wo man einen Überblick bekommt zu den einzelnen Themengebieten. Darauf bauen dann kleinere Kurse auf, die eher dann noch vertiefend sind. Und der Master schließt eben an den Bachelor an. Und dieser Master ist dann eigentlich eine gute Chance, individuelle Schwerpunkte zu setzen und diese Schwerpunkte erleichtern dann erfahrungsgemäß den Einstieg in den Beruf ganz erheblich. Spätestens ab der Hälfte vom Studium kommt dann auch eine große Auswahl, wo man dann innerhalb der VWL und innerhalb der BWL sehr viel auswählen kann. Innerhalb der Soziologie hat man die ganzen speziellen Soziologien von Organisationssoziologie bis Kultursoziologie, politische Soziologie, alles Mögliche. Und bei uns kann man wählen zwischen Sozialphilosophie und Sozialpolitik. Das eine ist ein sehr stark eben in die Sozialwirtschaft reinführender, anwendungsbezogener Bereich. Das andere ist ein etwas stärker theoretischer und philosophischer und auch in die Wirtschaftswissenschaften hineinweisender Bereich. Da gibt es die Wahlmöglichkeiten bei uns. Sie haben mit Sozialwirtschaft ziemlich leichte Übergangsmöglichkeiten in Masterstudiengänge auch. Wir haben einen ganz super tollen internationalen Masterstudiengang, Comparative Social Policy and Welfare, wo Sie mit einer finnischen Austauschuniversität in Kontakt kommen. Das ist sehr attraktiv. Natürlich können Sie von uns aus gerne auch weiter Sozialwirtschaft studieren. Sie können Soziologie studieren. Sie können in die Wirtschaftswissenschaften gehen. Das ist eben auch diese enorme Flexibilität, die zustande kommt, wenn man interdisziplinär studiert. Vieles, ja. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man sich schon im Zuge des Studiums spezialisiert. Man hat einen breiten Wahlfächerkanon, ja, da kann man schon ein bisschen überlegen, in welche Richtung das man gehen will, ja. Mehr wirtschaftlich, mehr soziologisch, wie immer, ja. Früher ursprünglich war das, sage ich mal, Ausbildung für den öffentlichen Dienst. Das hat sich dann gewandelt, mehr in Richtung Non-Profit-Bereich, sozialen Management, ein bisschen. Das sind eh so die Hauptbereiche, auch Erwachsenenbildung gehört dazu oder so, ja, Selbstverwaltungskörperschaften wie eben die Krankenkassen, Sozialversicherung, aber auch berufsständische Vertretungen, Beispiel industriellen Vereinigungen, Wirtschaftsarbeiterkammer, ja, überall findet man Sozialwirte, Wirtinnen, ja, am Anfang eher in so unterstützenden, entscheidungsvorbereitenden Tätigkeiten, dann später auch schon natürlich auch in Führungspositionen. Ja. Und
Ja, wie gesagt, das Feld ist sehr offen, auch in der Privatwirtschaft, ja, Banken, Versicherungen, da vor allem im Human Resources Bereich, muss man sagen. Ja. Wir brauchen Leute, die die Brücke schlagen zwischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Und deswegen, in Zeiten wie diesen, kann es nicht wichtiger sein, als diese Brücke auch zu lernen und zu üben und sich damit zu beschäftigen, 2-3 Jahre lang. Als ÖH Sozialwirtschaft sind wir die erste Anlaufstelle für Studierenden und beraten sie während dem Studium, studiumspezifisch, aber auch zu Fragen, wie man die Studienbeihilfe beanträgt, also das heißt sozialpolitische Fragen. Wir vernetzen die Studierenden, wir organisieren Stammtische, wir organisieren WhatsApp-Gruppen, wir schauen, dass man vernetzt ist im Studium und dass man nicht zu einem Einzelkämpfer oder zur Einzelkämpferin wird. Naja, eine ganze Reihe von Gründen gibt es da. Erstens gibt es Sozialwirtschaft so in der Form, wie ich skizziert habe, mit diesem starken sozialwissenschaftlichen Anteil aus Politikwissenschaft und Soziologie nur in Linz. Zweitens ist es, finde ich, immer sehr attraktiv, an einer Uni zu studieren, die nicht ganz so groß ist wie zum Beispiel Wien. Ich habe mich aus zwei Gründen für ein Studium an der JKU entschieden, nämlich erstens der Standort in Linz und eben der JKU Campus. Linz ist so ein Punkt, wo man recht schnell in Wien ist, aber auch in die Nachbarländer Tschechien und Deutschland mit den Öffis und halt auch die Linzer Innenstadt ist vielleicht für Leute, für die Wien zu groß ist, ganz nett. Man kann voll schnell in die Berge sein, man kann an der Donau sein und das Nachtleben ist natürlich auch spannend, genauso wie am Campus, weil am Campus gibt es auch voll viele Möglichkeiten, andere Studierende kennenzulernen, wie zum Beispiel eine Mensa, eine Bibliothek, es gibt voll viele Cafés und jetzt auch neu gibt es halt einen Beachvolleyballplatz. Man kann eigentlich theoretisch den ganzen Tag an der Uni verbringen, wenn man mag. Linz ist eine ernsthafte Stadt mit einer großen Industrie, wo sie auch mitkriegen und das kriegen sie hier auch an der Uni mit. Naja, die andere Seite, woher der Wohlstand kommt, mit dem wir uns den großen Wohlfahrtsstaat leisten, über den wir alle so glücklich sind. Das riechen Sie sehr oft hier in Linz. Aber das macht die Stadt aus meiner Sicht auch auf irgendeine Weise cool und real. Ja, weil es, glaube ich, eine angenehme Atmosphäre da ist. Ja, es ist eine Campus-Uni, es ist... unterscheidet es eben von anderen Universitäten, wo dann Institute und alles in den jeweiligen Städten dann verstreut sind und man sich das lange suchen muss, lange Wege hat. Das ist jetzt nicht der Fall, das ist sehr kompakt, nur kurze Wege. Man begegnet immer wieder auch denselben Leuten, das heißt, man wird sehr vertraut im Laufe der Zeit. Es entsteht ein bisschen so ein Teamgeist und ja, und das ist auch die Umgebung sehr schön. Ich muss natürlich sagen, Linz ist an sich eine Industriestadt, aber da hier kriegen wir relativ wenig davon mit. Wir sind am Stadtrand angesiedelt, im Ufer, nördlich der Donau. Wir sind gleich, man ist sofort in der Natur, ja, wenn man das schätzt. Man kann Sport betreiben, diverse Freizeitmöglichkeiten, Bademöglichkeiten und so weiter. Ja. Das ist vielleicht auch noch was. Das gilt nicht nur für unseren Studiengang, sondern gucken Sie sich um auf dem Campus. Unser Rektor ist extrem dynamisch. Der versucht wirklich was zu bewegen an der Uni. Und das ist eine ganz gute Atmosphäre. Und wir im Institut freuen uns alle auf jede und jeden, die bei uns zum Studieren anfängt. Das kann ich nicht verhehlen. Okay. Gut, das war's.